Sie kennen mich nicht. Ich bin Wolfgang Wagner, Chef der Sendung Report. Ich bin die Urlaubsvertretung von Kollegin Schnabel, die auf Reisen ist. Kollegen, hinter der Kamera macht's keine Fehler. Ebenfalls auf Reisen ist Bundespräsident Van der Bellen in heikler diplomatischer Mission Richtung Israel. Grammatnäsel. Frau Außenministerin, Sie sollten doch eigentlich jetzt in Israel sein, nein, oder? Nein, Vorsicht auf, ich bin da in Kramatnäsel. Naja, in Israel sind Sie und die anderen von der FPÖ halt nicht gern gesehen, gell? Ich bin nicht von der FPÖ, ganz, das ist eine Beleidigung. Also, Sie sind doch aber auf einem FPÖ-Ticket unterwegs, das kann man doch so sagen, oder nicht? Nein, das stimmt nicht. Ja, die 2,50 Euro für das Ticket von Wien nach Kramatnäsel, das kann ich mir schon leisten. Also, ehrlich gesagt, Sie haben einen Stallgeruch. Das ist eine Frechheit, das riecht halt so am Land, ja, was wollen Sie? Ja, die Vergangenheit der FPÖ, das kann man doch nicht wegleugnen. Passen Sie auf, was Sie sagen, ja, da verbrennen Sie sich die Finger. Aufpassen. Ja, man muss wirklich aufpassen, was man sagt hier im ORF unter dieser Regierung, weil hier im Metternich-Zimmer, da haben nicht nur die Wände große Ohren. Apropos, ich begrüße unseren Bundeskanzler. Ja, das ist wieder typisch, dass Sie nur mich begrüßen und den Vizekanzler begrüßen Sie nicht. Der kommt gerade heraus aus seinem anstrengenden Papamonat und wenn der schlechte Laune hat, muss ich das wieder ausbaden. Ja? Der hat sich eine Begrüßung verdient, so wie ich auch eine bekommen habe, Herr Wolf. Ja? Das sage ich Ihnen jetzt. Ja? Ja, ich wäre doch zu dieser Begrüßung wäre ich ja gleich gekommen, bitte. Ja, das ist ja wieder mal typisch. Ja, komm, geht es um die FPÖ. Wird schon wieder thematisiert, wie wir wen begrüßen. Ja, wir sind halt freundliche Menschen und wir winken gerne. Ja. Andere machen vielleicht eine Merkel-Rotte und wir winken. Ja, der eine winkt halt etwas höher, der andere noch etwas höher. Und plötzlich heißt es, wir machen einen Hitlergruß. Ja. Und wenn die Maria Stern ein Lied singt und hebt die Hand, dann ist das plötzlich Satire. Ich habe überhaupt nichts von dem Hitlergruß gesagt. Ich wollte sie einfach höflich begrüßen. Ja. Sie haben das selber gesagt. Und das von der Frau Stern war zwar schlecht, aber es war Satire. Ja. Und Satire darf alles. Nur nicht alles ist Satire. Das sollte man den rechten Kampfpostern einmal in Stammbuch schreiben. Ja, genau. Aber manchmal weiß man nicht, was ist Satire, was ist Realität. Ihr wisst, wovon ich spreche. Regie an die Moderation / Chefredaktion. Wir wissen es leider nicht. Wir sind nicht bei uns sitzen. Ja, bitte. Also, ist ja klar, von wem ich rede. Ne? Diese Altherrenwut-Partei oder Partie. Ne? Wie heißen denn die jetzt? Ja, die heißen jetzt oder heißen sie Ein Europa? Ich weiß es nicht. Johannes Vogelhuber wird es uns gleich sagen. Belästigen Sie mich nicht mit Ihren Fragen. Ja, das ist unerhört. Ich kämpfe um die Demokratie Europas. Ja, sie mit Ihrem Gesinnungsjournalismus. Sie beleidigen und verletzen mich. Ich verlange Respekt. Behandeln Sie mich respektvoll. Wir behandeln hier alle Populisten gleich, egal ob Rechts- oder Linkspopulisten, Herr Vogelhuber. Also antworten Sie auf meine Fragen, bitte. Halten Sie die Pappen. Masche! Masche! Übrigens!